Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten begehrt, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen. Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf. Es nützt nichts, nur ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut. Verweile nicht in der Vergangenheit. Träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. An Ärger festzuhalten, ist wie Gift zu trinken und erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Wenn du wissen willst, wer du warst, dann schau, wer du bist. Wenn du wissen willst, wer du sein wirst, dann schau, was du tust. Nicht durch Wasser wird der Mensch rein. Mag er auch noch so viel baden, in dem Wahrheit und Tugend wohnt, der ist rein. Wie eine Mutter mit Gefahr des eigenen Lebens ihr Kind behütet, ihr einziges Kind, so übe ein jeder unbegrenzte Milde gegen alle Wesen. Vergänglichkeit ist das Merkmal eines jeden Umstandes, einer jeden Situation, auf die du treffen wirst. Alles wird sich verändern. Es wird verschwinden oder es wird dich nicht länger befriedigen. Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. Sammle deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören. Dann wird er beständig zunehmen. Der Weg liegt nicht im Himmel. Der Weg liegt im Herzen. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Alle Menschen sind eins. Was sie unterscheidet, ist der Name, den man ihnen gibt. Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen. Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Verletzung lebender Wesen, Lüge und Verleumdung meidet und verabscheut der Gerechte. Er redet die Wahrheit und ist truglos gegen die Menschen. Worte redet er, die Eintracht stiften. Lass deinen Geist still werden wie einen Teich im Wald. Er soll klar werden wie Wasser, das von den Bergen fließt. Lass trübes Wasser zur Ruhe kommen, dann wird es klar werden, und lass deine schweifenden Gedanken und Wünsche zur Ruhe kommen. Ein Mann mag 1000 mal 1000 Männer in einer Schlacht besiegen, doch der größte Kämpfer ist, wer sich selbst besiegt. Tötet nicht und verhindert, dass getötet wird. Hütet euch vor Ehebruch und Unzucht. Meidet die Lüge und üble Nachrede, harte Worte und eitles Geschwätz. Verachtet den Geiz und die Gier. Tut Gutes und haltet fest am rechten Glauben. Die Grundvoraussetzung zur Erleuchtung ist der Wille, sich selber zu erlösen, um dadurch
anderen von Nutzen sein zu können. Unsere Feinde sind grenzenlos und es scheint, als könnten wir sie nicht besiegen. Aber wenn wir unseren Hass besiegen, besiegen wir auch alle unsere Feinde. Der Böse, der den Tugendhaften schmäht, gleicht dem Menschen, der seinen Blick nach oben richtet und den Himmel anspuckt. Sein Speichel beschmutzt nicht den Himmel, sondern fällt wieder herab und beschmutzt ihn selbst. Der Geist ist die Quelle aller Verwirrung. Überschätze nicht, was du erhalten hast, und beneide andere nicht. Wer andere beneidet, erlangt keinen Seelenfrieden. Besieg den Ärger mit fehlendem Ärger, schlecht mit Gut, Geiz mit Großzügigkeit, einen Lügner mit Wahrheit. Was wird, vergeht. Vergangene Liebe ist bloß Erinnerung. Zukünftige Liebe ist ein Traum und ein Wunsch. Nur in der Gegenwart, im Hier und Heute, können wir wirklich lieben. Jeder von uns ist allwissend. Wir müssen lediglich unser Bewusstsein öffnen, um unserer eigenen Weisheit zu lauschen. Das Herz kennt den Weg. Spannst du eine Saite zu stark, wird sie reißen. Spannst du sie zu schwach, kannst du nicht auf ihr spielen. Groll mit uns herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle in der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Man verbrennt sich nur selbst dabei. Die edelste Art, Erkenntnis zu gewinnen, ist die durch Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist die durch Nachahmung. Und die bitterste Art ist die durch Erfahrung. So wie der Acker verdorben wird durch Unkraut, wird der Mensch verdorben durch seine Gier. Glaubt den Schriften nicht, glaubt den Lehrern nicht, glaubt auch mir nicht. Glaubt nur das, was ihr selbst sorgfältig geprüft und als euch selbst und zum Wohle dient anerkannt habt. Ein Mensch, der wenig lernt, trottet wie ein Ochse durchs Leben. An Fleisch nimmt er zu, an Geist nicht. Ein süßes Wort erfrischt oft mehr als Wasser und Schatten. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und er verwirft auch nichts. Gehe ganz in deinen Handlungen auf und denke, es wäre deine letzte Tat. Nur wenige sehen ein, dass Dulden geduldig macht. Unsere Verabredung mit dem Leben findet im gegenwärtigen Augenblick statt. Und der Treffpunkt ist genau da, wo wir uns gerade befinden. Das beste Gebet ist Geduld. Lob und Tadel bringen den Weisen nicht aus dem Gleichgewicht. Ruhig wie ein tiefer See, mit ungetrübtem Wasser, ist der Weise mit seiner heiteren Klarheit. Alles Geschaffene ist vergänglich. Strebt weiter, bemüht euch, unablässig achtsam zu sein. Liebe zu allen Wesen ist wahre Religion. Gut zu reisen ist besser als anzukommen. Hat jemand Einsicht gewonnen und gepflegt, hat der Tod nicht Gewalt über ihn. Der Zimmermann bearbeitet das Holz, der Schütze krümmt den Bogen, der Weise formt sich selbst.